Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier auf Münsterland TV in Münster. City Skyline ist angesagt. Und ja, Pause nehmen wir raus. Dann geht's weiter hier, was wir so alles. Noch Schönes erleben. Also die Einwohner und Anwohner gehen hoch. Wir haben noch Verlust. Aber im Augenblick alles ganz gut ausgewogen. Hier bauen sich auch die ersten Anwohner ihre Häuser bzw. die Bauträger. Die Industrie, muss noch mal gucken, kann auch schon mittlerweile mehr, wie können wir hier nichts. Hier können wir nichts, okay, also wir bitten hiervon. Winziges Dorf sind wir. Sehr schön. Meilenstein. Okay. Okay, das heißt, wir kommen erstmal eine Pause. Wir könnten ja jetzt rein theoretisch Deutschland spielen, ne? Alles auf Windenergie und alles schön. You're listening to Second Moon Radio with J. Thomas Hornbuckle, and we're pervading some of the finest classical music on the air. Keep that dial right here. The leader of the City Services Division is with us in the studio today to talk about why they're contracting with outside agencies to provide vital services for our residents. Isn't that going to be costly, Mr. Councilman? Well, quite frankly, yes. It is an additional expense, but the residents have come to expect a certain level of services, and we simply do not have the capacity to provide them within the city. Sounds like we're the ones who will end up paying for it. Should we be worried? I expect the residents would be more distressed if key services became unavailable. Their quality of life is very important to them. But so is their money. We'll be back after this. A housing shortage is driving up prices in the area. That's right, Glenda. But apparently that's not all good news. We're joined today by an expert guest, Professor Nutbutter. Welcome, Professor. So a housing shortage is bad for the people trying to move here, right? Humans are programmed to desire certain representations within ideological reward structures, which are entirely apart from the actual rewards enjoyed. For example, consider capital. One final question, Professor. Is the housing shortage going to make me richer? By certain metrics, perhaps yes, in the short term. I like the sound of that. But what we are discussing is the study of a statistical abstraction and its effect on the human psyche. Thank you, Professor. It is a question of priorities. Okay, das möchte auf jeden Fall.
Wäre schon cool, wenn wir jetzt noch hier hinten. Wahrscheinlich ein Haus haben, vermute ich jetzt, oder? Wie früher zumindest war das so. Ja, noch will da kein Haus hin. Also was wir auch noch machen können und können, mal gucken. Oh, ah hier. So, ich würde gerne hier unten nämlich 1, 2, 3 kaufen. So, hier unten noch ein bisschen ausbreiten können. So, unsere Windstraße da. Hoffentlich wird es heute nicht regnen, das hoffe ich auch. Okay. Sind jetzt hier aus mit. Haben wir hingesetzt, ne? Da will noch keiner hin. Oh, achso, das ist dichtes Gebiet, das von hier. Okay. Jetzt hier beginnen. Mal hier mit der großen Straße weiter. Kreissäcke irgendwo, ne? Noch einmal hin. Und den hier auch hin? Leider nein. Naja. So ein bisschen. Kreisverkehr. So, jetzt können wir gucken hier. Etwas dichteres Gebiet. Das machen wir hier hin. Okay, das läuft. Jetzt haben wir hier einen Punkt. Den Kreisverkehr, ja. Den Kreisverkehr rein. Thank you.
Was cool ist, dass man jetzt nicht mehr die Leitung ziehen muss. Also was mich noch beunruhigt, ist das hier. Wobei, so Zeit bekommen wir ja importiert Strom, ne? Ich weiß auch nicht, wo ich den anschließen muss. Gibt es hier... So Gesundheitssystem. Ist er hier hinten reinpacken? Erstmal alles ein bisschen versorgt. Jetzt haben wir Recycling, ne? Mülldeponie. Die werden wir hier hinten hinsetzen müssen. Aussuchen. Dich hier hin machen in die Landzunge. Wärme brauchen, ne? Nützt ja nichts. Haben wir hier. Pop. Okay. Pferde und so, ne? Ranch. Bildung steigt. Bildung, ja. Bildung ist jetzt auch wichtig. Grundschule. Direkt, ne?
ist die Schule. Wir können hier eine kleine Straße da reinmachen. Dorf haben wir hier mal 3 Punkte, ne? Was ist denn hier? You're listening to Second Moon Radio with J. Thomas Hornbuckle. And we're pervading some of the finest classical music on the air. Keep that dial right here. Take your Termin immer, ne? The leader of the City Services Division is with us in the studio today to talk about why they're contracting with outside agencies to provide vital services for our residents. Isn't that going to be costly, Mr. Councilman? Well, quite frankly, yes. It is an additional expense, but the residents have come to expect a certain level of services, and we simply do not have the capacity to provide them within the city. Sounds like we're the ones who will end up paying for it. Should we be worried? I expect the residents would be more distressed if key services became unavailable. Their quality of life is very important to them. But so is their money. We'll be back after this. Das kann bleiben. Da sehe ich gerade, dass man hier anschließen kann. So. Okay, jetzt haben wir es auch angeschlossen, denke ich. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das Große noch anschließen können, ne? Hier dies noch hinbekommen, das wäre auch gut. Oder einfach vorne ein Geothermiekraftwerk. Also das hier drüben hinbringen. Was kostet das denn? 300.000, das haben wir ja. Im Monat, okay. Erstmal noch mit den Kleinen, glaube ich, weiter hier.
Quecksilber hier. Da könnte man noch was anschließen. Ladung, okay. Er lädt. Wie sieht denn mit Strom generell jetzt aus? Hier gibt ja bestimmt auch ab, oder? Import. Importiert noch mehr, als das wir. Okay. Das heißt, es muss doch noch dann. Ja, ist super interessant jetzt gerade hier, ne? Mal gucken, jetzt haben wir hier da auch was dran. Ah, guck mal, jetzt importieren wir schon nichts mehr. Jetzt wird von da Strom geholt, das ist gut. So, Industrie möchte mehr. Jetzt müssen wir gucken. Industrie möchte mehr. Ist in Industrie möglich? Achso, da wird schon gebaut, okay. Gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Man muss sich natürlich jetzt reintüfteln, gerade in Bezug auf Strom, aber man sieht ja halt jetzt, wo es herfließt, ne? Kommt von hier gar nichts mehr. Ne? Das heißt, wir haben ja weder Import noch Export. Okay. Jetzt können wir nochmal hier gucken, was haben wir noch. Wie sieht es mit Abfall aus? Alles gut. Hör auf zu bauen. Hier mit Abfall. Wie viel fährt da schon? Fahrzeuge 0, okay. Das heißt, da ist noch alles bestens. Jetzt möchten wir natürlich hier auch mehr Einkaufsmöglichkeiten. Da könnte man natürlich gucken. Würde ich hier gerne noch einen Kreisverkehr hinsetzen, also den kleinen. Wir gehen von hier. So ein bisschen. Wieder ein Kreisverkehr dran. So, und jetzt können wir gucken, dass wir hier. Gibt es nur noch die aktuell? So, einfach hier so ein bisschen was hinzimmern. Okay. Hier war da noch einer. Das heißt, die haben jetzt so ein bisschen dafür gemacht. Also was mir wirklich sehr gut gefällt, ist mit diesem Strom und Wasser, das man jetzt nicht mehr ziehen muss. Jetzt muss ich erstmal natürlich gucken, wo ich mit dem Strom herkomme. Das ist schon mal gut. Jetzt wollen die natürlich weiterhin mit den kleinen Straßen. Kleine Gebäude. Also mit mittlerer Dichte. Mittlerer Dichte, okay. Ja, hier ist schon ein bisschen viel Verkehr, ne? Vielleicht nur das abgerissen. So, hier einen. Moment. Kreisverkehr her. Dann gehen wir
von hier. So, müssen ja auch wieder alle angeschlossen sein. Hier kommen schon viele Leute raus, ne? Die nutzen die Abkürzung einfach. Könnte man schon sagen, macht ihr die, geht das hier, wie machen wir jetzt hier einen Upgrade? Okay. Hier einfach eine größere Straße haben. Ja, das war schon wieder die zweite Folge. Das rennt und rennt. Na, aber die Kreisverkehre stehen schon. Der Himmel weint, es regnet, aber wir haben unser... das ist erstmal der Speicher, glaube ich, ne? Genau, wir haben sogar gespeichert was. Ist auch gut. Und nach abgeben, ne? Kostet uns natürlich auch gut Geld. Mal irgendwo gucken, also die wollen Industrie. Industrie ist gut, weil die bringt uns ja Geld. Ja, man kommt hier ganz schnell raus aus dem Thema. Von daher, in dem Sinne verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns wieder zur nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.